Wir durchleben in Sierra Leone gerade die größte Ebola-Krise der Menschheitsgeschichte. Mehr als 800 Leute sind bisher infiziert, um die 400 gestorben. Die Distrikte Kenema und Kailahun sind unter Quarantäne gestellt. Das betrifft eine Bevölkerung von 700.000 Menschen. Die Welthungerhilfe führt hier ein Nothilfeprogramm durch mit Mitteln vom Auswärtigen Amt. Das ist die Nahrungsmittelversorgung der in Quarantäne befindlichen Haushalten. Die Welthungerhilfe versorgt Häuser und Dörfer, die unter Quarantäne gestellt wurden. Das bedeutet, dass Zugangsstraßen zu diesen Dörfern von der Polizei und vom Militär gesperrt sind. Zusammen mit der lokalen Administration verzieren wir diese Sperren. Wir übergeben den Haushalten, die oft aus mehreren Familien bestehen, und dazu gehören Großeltern, aber auch kleine Kinder, Lebensmittelpakete. Die Lebensmittelpakete sind zugeschnitten auf Rationen von einer Woche. Es ist nun geplant, diese Nahrungsmittelübergabe wöchentlich zu wiederholen, da ein Haushalt zunächst für 21 Tage unter Arrest gestellt wird. Es ist nun aber aufgetreten, dass in Haushalten, die in Quarantäne sind, neue Ebola-Fälle aufgetreten sind. Das ist einerseits gut, weil es eine Bestätigung der Strategie ist, das Virus einzudämmen. Andererseits natürlich bedeutet das für die betroffene Bevölkerung, dass sie von diesem Zeitpunkt erneut 21 Tage in Quarantäne gestellt werden. Das heißt, wir richten uns darauf ein, dass wir mehrere Häuser für einen Zeitraum von 60 bis 90 Tagen, wenn nicht länger, helfen müssen. Wir rechnen in Sierra Leone mit 150.000 Hungernden als direkte Folge der Krise. Die Welthungerhilfe möchte helfen, dass diese Menschen unterstützt werden, und wir wollen Nahrungsmittel liefern, damit sie einen Weg zurückfinden in ihren Alltag.